Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Shift 2 Unleashed. Wir fahren jetzt Monster GP. Direkt weiter geht's. Wir können uns eh kein anderes Auto leisten, also gucken wir erst gar nicht nach. Weil der Wagen auch einfach echt gut fährt. Wir hämmern hier mal direkt richtig raus sind wir Monster, nicht schon mal gefahren? Oder war das im alten Teil noch? Hallo, Alter! Ich bin fast am Lenkeinschlag und er lenkt nicht. Scheint im alten Teil gewesen zu sein, weil die Rennstrecke kenne ich. Kennen ist übertrieben, ne? Also. Oder? Nee, warte mal, kenne ich die? Ich kannte die Schikane da eben auf jeden Fall. Aber bei der hier bin ich jetzt gerade ehrlich gesagt überfragt, ob ich die kenne. Ich bin da extrem scheiße durchgefahren. So viel kann ich auch mal feststellen. Gottverdammte Scheiße, ey. Kopfschmerzen kicken auch gerade wieder richtig rein. Ich nehme gerade einen zweiten Part hinter dem ersten auf, weil ich ein bisschen weiterspielen möchte. Scheiß auf Kopfschmerzen nach dem Motto. Okay, einer ist richtig auf der Strecke geblieben. Ich bin mir noch nicht sicher, ich könnte jetzt, wo 13 zu Ende ist, ja ein zweites Autoprojekt machen. Ob ich Assetto Corsa mal machen soll. Das hat ja aber irgendwie so einen Karrieremodus oder sowas. Oder ob ich auch mal Dirt Rally 2 machen sollte. Das hat ja auch irgendwie einen Karrieremodus. Aber eigentlich hätte ich gerne meinen Klassiker. Ein Rennspiel, ein Shooter wieder durchgezogen. Oder halt ein. Ich nenne es für mich immer Family-Friendly Projekt und ein nicht so Family-Friendly Projekt. Also sind wir mal ehrlich, also. Shooter sind halt nicht so Family-Friendly. Ah, fuck, 89%. Also fast 100% Ideallinie. Denn 90% sind wir ja, wie wir alle wissen, 100%. Alter! Okay, die Kurve ist aber echt eng. Meine Güte. Ja, also am liebsten habe ich, wie gesagt, immer einen Shooter, ein Projekt, was sich auch Kinder angucken dürfen. Ich meine, im Endeffekt guckt ihr euch alle Shooter an, das weiß ich. Habe ich damals auch so gemacht. Ich durfte es aber tatsächlich nicht spielen. Zumindest nicht, wenn ich zu Hause war. Da hatte Mutti was gegen. Aber meine Mutter relativ streng, muss ich sagen. Was ich auch im Nachhinein nicht gut finde. Also ich muss echt sagen, ich kann wenig an der Erziehung meckern. Aber sowas, so Altersfreigaben und sowas anging, war sie da immer sehr versessen drauf. Filme und Videos weiß ich gar nicht. Also Filme weiß ich gar nicht. Ich glaube gar nicht so, aber halt so Spiele, Alter. Killerspiele. Meine Mutti war halt so der festen Überzeugung, ja, das sind alles Killerspiele. Die machen meinen Sohn zum Amokläufer oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Man kann über die Altersfreigaben, glaube ich, diskutieren, ob die so sinnvoll gewählt sind oder nicht. Ich glaube, dass Spiele. Also, ich finde, Spiele sollten anders bewertet werden als Filme zum Beispiel, weil ich finde Filme viel schlimmer als Spiele. Ich selber würde zum Beispiel nie. Also, ich gucke fast nie einen Horrorfilm. Ich habe im Horrorspiel nicht so viel Probleme. Oh Gott, wo fahre ich denn hin? Oh Gott. Darf ich bitte weiter auf der Ideallinie fahren? Danke, 100%. Nice. So. Machen wir hier mal durch. Ich glaube nicht, dass das schneller ist im zweiten. Ich glaube sogar eher, dass es langsamer ist. Langsamer oder gleich schnell? Schneller auf jeden Fall nicht. Und wenn ich hier noch ein bisschen auf dem Dreck fahre, dann ist es auf jeden Fall nicht schneller. Weil ansonsten können wir gleich mal vergleichen. Aber ich glaube, wir sind hier jetzt deutlich besser durchgekommen. Na, weiß ich nicht, ob das schneller ist. Wir sind ja bei dem anderen auch deutlich besser durchgekommen, ne? Fragwürdig.
Also zurück zu Altersfreigaben. Ich glaube, wenn ich mal Kinder habe, gucke ich mir die Spiele einfach an. Und entscheide selber, ob das jemand in dem Alter dann spielen kann, falls ich jemals Kinder habe. Alter Schwede. Meine Güte, komm doch. Weil wovon ich auf jeden Fall überzeugt bin, ist, dass ein Mario Kart eher zum Amokläufer macht als ein Call of Duty. Oder ein, was ist denn noch so ein richtiges, was ist denn noch so ein richtiges, so ein Spiel, wo man sich richtig aufregen kann? Ich reg mich, glaube ich, echt selten in Spielen auf Meat Boy. Super Meat Boy. Alter Schwede, davon bist du safe Amokläufer. Habe ich auch vor x Jahren mal ein Let's Play zu gemacht. Das ist ziemlich gut. Funktioniert halt, glaube ich, sogar. Also ich glaube, da bin ich relativ gut durchgekommen, sogar im Vergleich zu anderen. Klar, jetzt kein Überskill, ne? Aber ich glaube schon relativ gut. Haben wir alles geschafft? Ja, nice. Das Lied ist übrigens mega geil. Ja, dann fahren wir jetzt wohl noch Zolder. Oder Zolder oder... Keine Ahnung. Ich spreche auch leider keinen belgischen Dialekt. Deshalb kann ich das jetzt nicht in belgischem Dialekt sprechen. Nicht, dass ich wüsste, ob die Belgier einen Dialekt haben. Alter! Die Belgier sprechen aber nicht ansatzweise Deutsch, oder? Nicht so wie die Holländer, die man noch versteht, wenn man sehr seltsam ist. Ich verstehe ehrlich gesagt den Holländer nicht. Also, zumindest sehr, sehr schlecht. War ja bisher auch erst einmal, glaube ich, in Holland. Schön auf einem Festival. Geilstes Festival, wo ich bisher war. War auch das einzige. Also, war wirklich gut. Hat echt Spaß gemacht. Aber da fand ich die Holländer jetzt nicht über... Alter, wolltest du hier parken? Ich würde übrigens echt gerne an euch vorbei, aber ihr seid echt gut unterwegs. Komm, komm, komm. Ja, ich habe jetzt natürlich noch keine Info, was anders ist an den GT1 zu GT3. Leider. Ich hoffe, dass Niki das ausnahmsweise mal in die Kommentare schreibt und nicht mehr als WhatsApp-Nachricht. Denn dann haben die anderen auch nichts von. Hätte ich vielleicht in den Part drauf eingehen sollen, Niki, aber... Falls du es mir auf WhatsApp geschrieben hast, kannst du hier nochmal drunter schreiben. Ich meine, man könnte doch einfach googeln, aber... Weiß nicht, Zuschauerbindung und so. Ich habe nicht darauf geachtet, welche Rundenzeit ich unterbieten muss, leider. Von daher weiß ich nicht, ob ich gerade gut unterwegs bin mit 1,41. Wahrscheinlich muss ich 1,40 unterbieten oder so. Die kürzen ja aber auch hart ab über die Curbs. Muss ich ja sagen. Ich dachte schon, ich kriege hier gleich einen Timeout. Scheiße. Okay. Da sollte man wahrscheinlich nicht so abkürzen, weil sonst ist man wahrscheinlich raus. Wieso ist der schneller als ich? Fick die Scheiße, ich fahre das schnellste Auto hier. Der fährt, glaube ich, eine... Ich bring's wieder durcheinander. Corvette oder das andere. Viper oder Corvette? Müsste Corvette sein hier in dem, ne? Viper ist etwas rundere, glaube ich. Ich bringe sie so hart durcheinander. Und ich weiß actually nicht mal warum. Weil sie sehen halt legit nicht mal ähnlich. So, auf jeden Fall geschafft. Wahrscheinlich 1,35. Ja, wahrscheinlich 1,35 unterbieten.
Den ganzen anderen habe ich ja auch geschafft, dann sollte ich es hier auch schaffen. So schwer wird es ja wohl nicht sein. Meine Güte, jetzt wird langsamer? Ja. Das dürfte jetzt deutlich schneller gewesen sein, weil da habe ich echt mies abgekürzt über den Curb. Achso, ich habe ja... Oh Gott, ja okay, leck mich am Arsch. Hahaha. Ich habe ja sonst immer die ganzen Parts ein bisschen über Formel 1 geredet. Ich habe dieses Wochenende keine Formel 1 gesehen und zack gibt es erstmal Fastentoten. War wohl nicht ganz gesund, was der Herr da gemacht hat. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie er heißt. Grosjean? Grosjean, ne? War das der Herr Grosjean? Ich glaube. Ja, hat sein Auto ganz schön zerledert. Hat ein bisschen gebrannt, glaube ich, wenn ich das richtige Video gesehen habe. Sah nicht gesund aus, sagen wir es einfach mal so. Also, von daher, hätte er, glaube ich, besser anders gemacht. Okay, ich habe keine Ahnung, welche Zeit ich unterbieten muss. Also, wenn ich 1,30 unterbieten muss, das ist frech. Ich bin ja auf den anderen Strecken jetzt auch nicht perfekt gefahren. Bisschen besser als hier vielleicht, aber nicht viel, viel besser. Und da habe ich es relativ easy geschafft. Ich glaube, ich könnte einfach auf Escape gehen und nachgucken. Dachte actually auch, dass es links unten in der Ecke steht, aber tut's nicht. Ah, es könnte jetzt plus minus null sein. Doch noch 400 zu schlecht, okay. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also ich meine, klar, ich könnte halt einfach die Sandbank komplett abkürzen, ne? Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung hier. Oder vielleicht, weil die Rundenzeit nicht gewertet worden ist. Weiß ich ja nicht. Ne, warte mal, meine Rundenzeit ist auch immer noch über 1,35. Ah Gott! Klar. Weil die Zeit nicht gewertet worden ist. Meine Fresse, komm. Komm, 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 komm. Ja, man kann das unter 1,30 mit Sicherheit fahren. Leck im Arsch, ey. Ja, echt gut. Echt gut war das weit entfernt, Junge. Ja, mach. Ja, nur 550 XP. Wie viel hätte ich brauchen dürfen? Moment. Fahre eine saure Runde. 1,45. Oh Gott, Alter, das habe ich ja in der ersten Runde schon geschafft. Eine saure Runde habe ich nicht gemacht. Okay. Hockenheim Tag und Nacht Tour. Okay, es sind drei Abschnitte. Das schaffe ich auf keinen Fall. Weltstädtetour schaffe ich auch auf keinen Fall. Meisterschaft auch nicht. Okay. Wollen wir uns schon mal im Drag Race versuchen? Drei Events. Ein Event. Ein Event. Ein Event. Vier Events. Wir versuchen uns mal im Drag. Darf ich mit dem Wagen fahren? Ich darf scheinbar auch mit Wagen fahren, die nicht darauf ausgelegt sind. Das ist schön. Dann fahren wir jetzt in einem... Oh. Upsi. Ich wusste nicht, dass ich früh starten kann. Zu meiner Verteidigung. Ja. Passiert... Danke. Hallo! Ich stehe übrigens auf der Kupplung. Möchte ich mal kurz anmerken. Also, kuppeln darf ich scheinbar auch nicht. Gut. Wieso darf ich nicht kuppeln? Wieso darf ich denn nicht kuppeln, um zu starten? Also hätte mich auch hart gewundert. Ach so, die fahren ähnlicher, aber das ist okay. Gut, es war auf keinen Fall gut.
Muss ich nochmal fahren? Fuck, okay. Erste Platzierung. What the fuck? Ich würde gerne mal meinen F35 fahren. Mit Leistung, ja. Der ist halt echt eher so Leistung, ja. Komma 1, 2, 3 und das geht schneller, aber ich schalte zu spät. Okay, das funktioniert echt gut, aber ich muss mich echt dort konzentrieren. Ich glaube, ich sollte in der 5 bleiben. So viel besser war das übrigens gar nicht. Okay, ich muss den zweiten länger durchdrehen lassen. Aber nochmal 9,067. War das zweimal hintereinander genau das gleiche? Ja! Hä? Nein. Achso, er zeichnet das Beste an, okay. Das war ein bisschen schlechter. Weiß ich nicht, ob es besser ist, wenn ich da schalte. Gut, dann fahren wir das nächste auch noch. Ich könnte das theoretisch mit jedem Wagen fahren, aber... Mit dem schnellen Wagen ist halt cooler, ne? Ja, er kommt da kaum an Begrenzer, also ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Ich kann das mal ein bisschen perfektionieren. 8,936. Ich glaube, das ist schon schnell für die... Ist das Viertel oder halbe Meile? Gut, dass der Helm auch gar nicht buggy aussieht. Gut, zweite war schneller. Ich würde gerne mal eine Reaktionszeit sehen. Ich würde wirklich gerne meine Reaktionszeit sehen. Ich glaube, die war relativ gut jetzt gerade. Die war schlechter als die da. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe halt im ersten echt hart durchdrehende Reifen, ne? Europäische Drag Race Challenge. Okay, da müssen wir ein anderes Auto wählen, glaube ich. Nö. Müssen wir nicht. Okay. Ist, glaube ich, einfach nur in Europa, ne? Ja, ein bisschen weniger. Alter, ich kann das kaum halten, Junge. Ich habe mal deutlich weniger Gas zu Anfang gegeben. Ich glaube, das ist schlecht. Dass man so alles nicht überspringen kann, ne? Okay, jetzt bin ich disqualifiziert worden. Ich kann auch nicht auf der Bremse stehen und Gas geben. Also er nimmt scheinbar nur Gas und Schaltbefehle an. Ja, kommen Sie zu. Nein! Ich habe versehentlich geschaltet. Gut, ich sollte trotzdem Erster sein. Alter, das dauert einfach länger, als wenn man Lauf fährt, ne? Meine Fresse. Ja, geil. Warte, das ist nur eine? What the fuck? Asiatisch, fahr ich jetzt mit meinem Auto, weil Bock. Lustiger Auto. Haben wir ein lustiges Auto? Haben wir ein Auto, was das eigentlich gar nicht kann? Ich würde gerne nach schwächstem Leistungsindex sortieren, um ehrlich zu sein. Komm, wir fahren das mal mit der Julia. Also mit der alten Julia, die neue gab es zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht.
Ich kann auch hier nicht kuppeln. Okay, geil. Wieso kann ich denn nicht kuppeln? Das ist ja übel behindert, ey. Ja, komm. Alter. Wenn das nicht länger dauern würde als der Scheiß. Nice, 15,489. Okay, das wird zu doof. Konnte vorher kein Gas geben. Aber Fun Fact, ich bin auch gerollt, weil ich noch am vierten war. Komm, komm, komm. Okay. 15,489, 15,487, obwohl ich einen verspäteten Start hatte. Nice. Nein, 490, okay. Egal, geschafft. Ja, das sind, also die Drag-Sachen sind fucking nutzlos. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da machen wir dann mit 4 GTA 1 weiter. Und zwar mit Hockenheim Tag- und Nacht-Tour. Bis dahin, haut rein und tschüss.